Was geht ab, ihr geilen Städtchen? Willkommen zu einer Folge Wer wird Millionär? Heute mit allen außer Peter, der Dankeschön. Hat nämlich schon im Lotto gewonnen. Ha! Der und sitzt auf der Insel. Ich habe auch schon im Lotto gewonnen. Mehrfach. Aber Peter hat mehr gewonnen, würde ich sagen. Und du hörst heute die Fragen vom 16.10. von Florian K. Viel Erfolg. Florian Let's K. Go. Den schlagen wir jetzt. Ich schlag den Florian See K. See you later, Geringverdiener. So, okay, dann Side-Eye Slay auf Vlog und Goofy. Wofür stehen diese Kandidaten für das... Ach du Scheiße. keine Ahnung. Entspanntheit, toll. Ja, ist eh egal. Entspanntheit, Slay, Zustimmung auf Vlog, Verachtung und Goofy tollpatschig. Ach du Scheiße. Verachtung und Entspanntheit... Side-Eye ist... Entspanntheit? Okay. Komisch. Kannte ich jetzt so nicht. Ist Side-Eye Zustimmung? Slay Verachtung? Auf Log entspannt und tollpatschig, oder? Oh, Side-Eye ist Verachtung. Side-Eye ist Verachtung. Slay ist So, Entspannung, tollpatschig, bumm. Danke. Sehr gut. Einmal kurz wieder als Boomer geoutet. Perfekt. Durchlaufen und erfolgreich beenden oder kurz. Absol zweien, absol dreien, absolvieren, absol fünfen. Zweien, absol dreien, absol vieren oder absol fünfen. Absolvieren. Absolvieren, oh mein Gott. Da habe ich noch nie drauf geachtet, dass da ja quasi vieren steht. Lol. Vieren, absolvieren. Geil, schon mal 50. Guck mal, das ist ja schon mal was. Ist das Küchengerät knapp? Kann es sein, dass sich Köche um einen Eier laufen, Sack hüpfen, Flaschen drehen, Topf schlagen? Dass sich die Küche um einen Topf schlagen. Na, Topf schlagen, ne? War dann. Es waren alles immer ganz schöne Geburtstagsspiele, muss ich sagen. Eier laufen habe ich aber nicht so häufig gemacht. Dafür gab es bei uns mehr dieses Luftballon kaputt treten mit verbundenen Augen. Das mussten wir dann aber irgendwann sein lassen. Ich weiß noch, weil ein Mädel bei uns, was da zu Gast war, hat dann immer Nasenbluten bekommen. Und das war dann... Geht so. Was? Topf schlagen natürlich. Küchengerät knapp. Kann es sein, dass die Köche um einen Topf schlagen natürlich. Worüber freut sich der Sportfan, wenn er die betreffende deutsche Tennislegende um ein Selfie bittet? Foto mit Graf. Papa mit Razzo, mit Rezo heißt das. Paul mit Tré, Schnapp mit Schuss. Ja, natürlich Steffi Graf. Foto mit Graf, mit Steffi. Aber Foto mit Steffi Graf, Boris Graf meine ich natürlich, hätte ich schon genommen. Dann Foto mit Graf, ne? Weil Steffi Graf. Wer aufgrund einer Erkältung entsprechende Laute von sich gibt, kann von sich behaupten, ich London, Cardiff, Glasgow, Belfast. Was? Ich Glasgow, ich Belfast, ich Belfast. Hatschi. Ich Lon, ich Bell, ich K, ich Belfast. Ich weil ich belle fast, mein Gott. Ich Belfast. Alter, was? What the fuck? Ich Belfast. Oh mein Gott. Ich Belfast. Was? Er hat ein bisschen gedauert. Ortsunabhängig und weitestgehend im Internet arbeiten sogenannte digitale Berber, Beduinen, Tuareg, Nomaden. Was? Also Nomaden sind ja, also da muss man ja nicht mal wissen. Also Nomaden sind ja die, die umherziehen. Und deswegen sind die ortsunabhängig, oder? Wenn das jetzt falsch ist, bin ich am Sack. Also Tuareg ist ein Auto. Nomaden, das sind doch die in der Wüste. Beduinen sind auch die in der Wüste. Und Berber, sind das Barbier? Berber? Arbeiten. So, ich glaube, wir sind digitale Nomaden. Weil ist mir scheißegal, wo ich wohne. Hauptsache, ich habe Internet. Sind es digitale Nomaden? Was halt, also deshalb digitale Nomaden, weil das halt so wie die in der Wüste, so wie im Real Life... Das normal. Ich nehme. Oh Gott, ist richtig. Ich wollte jetzt keinen Joker ziehen für diese einfache Frage. Aber man möchte natürlich unter 500 Euro niemals einen Joker benutzen. Aber das macht doch eigentlich Sinn. Ja.
Juhu! Geschafft! Berber, Beduin, Tuareg oder Nomaden? Das sind die Nomaden. Nicht nur Leckermäuler wissen, was Unannehmlichkeiten mit sich bringt, ist redensartlich. Kein Zuckerschlecken, Sahnelöffeln, Bonbon lutschen, Pudding naschen. Das ist mal wenigstens easy mit Zuckerschlecken. Da muss ich auch nicht mal kurz überlegen. Das ist kein Zuckerschlecken, Freunde, hier. Das ist kein Zuckerschlecken. Ja, natürlich Zuckerschlecken. Das kennt kein... Also, Das mit den Nomaden war schwerer. Ordnungszahlen 10 und 11 im Periodensystem der Elemente folgt direkt auf. Heino, Falco, Nena, Trio. C. Gibt's Hai? Hai gibt's doch gar nicht. Fallusium. Fall sagt mir auch nichts. Tri als Element? Heino. Also Ne und Na ist relativ früh. Ist das Neon und Natrium? Das könnte recht früh sein. Das nehmen wir. Kobalt könnte auch noch gut sein. Also C. Oh, wenn das jetzt falsch ist, ne? Oh, war richtig. Guck mal an. Das ist ja schön. Ich verstehe es noch nicht so ganz, weil dieses Ordnungszahlen 10 und 11 verwirrt mich noch. Aber Nee und Nah kommt ziemlich gut hin. Ich nehme das. Ho, 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 ho. Oh, Risikovariante, das. Neon und Natrium. Nena. Das weiß ich nicht. Das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was... Keine Ahnung. Ich werde den Joker hier nennen. Das weiß ich genau. Nena, Neon und Natrium. Dankeschön. 2000 Euro. Wie nennt man den Aufbau eines Kraftfahrzeugs? Montage. Ohne hinzugucken. Okay, Karosserie. Karosserie. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Karosserie. Karosserie. Karo-Serie oder Karo-Serie? Okay. Also Doppel-S auf jeden Fall. Bei dem R könnte man ein bisschen strugglen, finde ich. Also A oder B. Karosserie. Karosserie? Karosserie, würde ich sagen. Und ist nicht Karosserie? Also ist A oder B. A oder B? Karosserie. Ich glaube, es wird so schreiben. Karosserie. Und es ist B. Nehmen wir 50-50? Nee, wir nehmen B. Ah, ist ja easy gewesen. Ja. Tja, da brauche ich keinen Joker. Wie kein Legastheniker. Ich nehme 50-50, Jonker, und hoffe darauf, dass einer von beiden wegfällt. Dann gehe ich mit B. Welcher König ist nicht gemeint, wenn es um The Three Kings of the Blues geht? Stephen King, Albert King, Freddie King, BB King. Ich rufe Julian an. Ich könnte mir vorstellen, dass Jules sowas wissen kann. Yes. Willkommen bei Wer wird Millionär? Oh, hallo. Ja, hi. Hallo, unser Kandidat sitzt hier gerade bei der achten Frage, der 4000-Euro-Frage, und hat ein Problem. Also, weißt du denn, wer die drei Könige of the Blues sind? Also im ersten Moment bin ich bei sowas wie Blues Brothers, aber wenn es um echte geht, dann könnte ich vielleicht auch eine Ahnung haben. Ich bräuchte den Namen. Ja, okay, ja, die kriegst du natürlich. Aber Blues Brothers klingt natürlich, das könnte natürlich dann BB King sein. Könnte das Blues Brothers King sein? Na egal. Du hast auf jeden Fall A. Stephen King, B. Albert King, ja, oder Albert King, C. Freddie King, ja, und D. BB, ja, King. Ja, BB King, klar. Das ist ja eine Blues-Legende gewesen damals. Aber ihr wollt ja wissen, wer jetzt nicht dazu gehört. Genau, welcher King, das weiß ich. Das ist auch ein Blues-Musiker. Ich bin ehrlich, Albert King sagt mir nichts, aber Stephen King ist doch Autor. Ja, ich dachte auch, dass Stephen King Autor ist, aber ich war mir nicht sicher, ob der... Ich dachte erst, der hat so Horror gemacht, aber war mir da nicht sicher. Genau. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Freddie King und BB King, das sind beides hundertprozentig der Musiker. Ja. Ehrlicherweise Albert oder Albert King? Albert.
Albert, okay, Albert King, bin ich ganz ehrlich unsicher, ob er Bluesmusiker war, aber auch mal als Musiker. Ich kann nur sagen, dass er Jazzmusiker war. Aber Stephen King, hundertprozentig Horrorbuchautor. Also von daher, wer nicht dazugehört, ist Stephen King. Das war richtig. Vielen Dank, Julian. Aber sehr gerne doch, mein lieber Bram. Und ganz viel Erfolg noch. Ich hoffe, du bekommst die Million. Dankeschön. Tschüss. Also Three Kings of the Blues, wenn das die Musik ist. Ich kenne nur Stephen King und der schreibt doch Bücher. Also ist der doch nicht einer der Könige des Blues, sondern Albert King, Freddie King und B.B. King. Also sage ich Stephen King. Also es gibt the Three Kings of the Blues, aber Stephen King schreibt doch Bücher. Stephen King, weil der schreibt Bücher. Stephen King. Boah, wir flowen hier richtig durch. Also wenn ich jetzt bei Wer wird Millionär sitzen würde, würde ich einen Joker nehmen. In dieser Folge würde ich sagen, nehme ich keinen. Ja. Habe ich die Frage auch komplett falsch verstanden. Stephen King ist ein Buchautor. Ja, natürlich. Hätte ich mir vielleicht dann auch sparen können am Ende, aber hey. Woraus besteht das Mixgetränk Cali Mojo, das vor allem im Spanien zur Partystimmung beiträgt? Orangenlimo und Rum? Apfelsaft und Bier, Cola und Rotwein, Milch und Sherry, Orangenlimo und Rum. Okay, woraus besteht das Mixgetränk Cali Mojo? Alter, okay, pass auf. Also bei Cali Mojo musste ich gerade die ganze Zeit trinken. Eigentlich war ich mir super sicher, dass das ein Getränk ist, bestehend halt aus Milch und Sherry. Dachte ich jetzt eigentlich so. Moment, jetzt ruft mich. Hallo? Oh Gott, jetzt kommt das. Du bist ja schon viel weiter als ich, ja? Mojo. Kalimera gibt's. Aber das ist griechisch und heißt Hallo. Nee, Kalimera, Kalispera heißt es Guten Morgen. Kalimera ist, glaube ich, Guten Morgen. Nee, Kalimera und Kalispera ist Guten Tag und Guten Abend auf Griechisch. Das hat nichts mit... Ich habe kurz gedacht, ob das mit Kalimera und Kalispera mit Morgen zu tun hat. Ich kenne Mojo. Nee, das wird M-O-J-O geschrieben, Mojo. Das ist diese Mojo-Soße, die dann zu den Papas Asadas gibt, also den Kartoffeln. Ein Mixgetränk. Das sind alles Mixgetränke. Cola und Rotwein. Oh. Milch und Sherry. Ich kenne Milch mit 43er. Ist Sherry dann sowas ähnliches? Also es geht dann so in die Richtung von... Wie heißt denn das noch? Weiß ich nicht. Aber ist doch egal. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nada. Fällt kein Säufer ein, der so Mixgetränke trinkt. Mike Stiefelhagen. Ich probiere Mike Stiefelhagen. Gucken, ob der erreichbar ist. Willkommen. Dammit. Okay, Mike Stiefelhagen schon mal nicht. Also, mein allererster Gedanke war Milch und Sherry. Aber ich meine, dass Milchgetränke... dass ich damit schon mal falsch lag. Cali Mojo war nichts mit Milch. Das habe ich in meiner Liste. Einfach Hotel. Ich habe eine Telefonnummer, die einfach Hotel heißt. Und irgendeine Nummer. Ich habe keine Ahnung, wen ich da alles drin habe. Also ich glaube, ich muss hier schon einen Heavy Joker nehmen, weil mir fällt keiner ein, den ich fragen kann. Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Und ich kann auch nichts ausschließen. Ich würde das Publikum fragen. Oder jemanden anrufen. Vielleicht kenne ich ja jemanden virtuell... Ne, das ist diese Risikofrage, ne? Genau, das ist die Risikofrage, wo ich jemanden persönlich frage. Den machen wir. Das würde wahrscheinlich eher irgendwas Cidero oder so heißen. Ja, irgendwo Richtung Cider oder so, würde ich sagen. Orangenlimo und Rum. Habe ich Felix von der Lanz Nummer. Emmet. Cola und Rotwein. Das kenne ich zumindest. Finde ich aber auch so eklig. Okay. Ich scheiß auf die Anruf-Joker, ich muss jemand anderen nehmen. Es hilft ja nichts. Wir nehmen Publikum. Cola und Rotwein. Ja, okay, jetzt mal vielleicht darauf kommen können, da... Boah, wie hieß das nochmal? Sangria, Rotwein, ist ja so ein Rotwein-Mix. Aber... Okay, scheiß drauf. Erst ein bisschen einfach so ein Bier drüber. Für so eine fruchtige Note. Wir mischen Bier auch mit Fanta, ne? Why not? Orangenlimo und Rum. Fanta mit Rum. Cola und Rotwein. Ich hab kaum ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung.
Gut, Cola und Rotwein. Ich hab keinen. Das weiß ich ganz genau. Kalimocho besteht aus Cola und Rotwein. Digga, was? Keine Ahnung. Hätte man sich vielleicht herleiten können, dass die da gerne Wein suppeln, aber keine Ahnung, ich noch nie gehört. Yes! 16.000! Fragen wir doch mal das Publikum. C. Cola und Rotwein. Oh Gott. Das klingt so eklig. Aber ist richtig. 32.000 Euro. Im April 2023. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor etwas über einem halben Jahr. Kam es zur Trennung zwischen dem umstrittenen Tucker Carlson und Adidas, Fox News, TikTok oder Sony Music? Tucker Carlson. Bist du bei Fox News ein Mensch gewesen? Warte mal, was hätte denn im April so vor, bei Fox News, was hätte denn im April so von sich geben können? Was denn also passiert? Corona ist ja schon lange vorbei, wissen wir ja alle. Kriegt ja auch keiner mehr. Es sind Tucker. Ach, Tucker Carlson. Ja, wer Tucker Carlson ist. Okay, wer hat Ahnung, wer Tucker Carlson ist? Hab ich noch nie gehört. Im April 2023. Boah, das ist gar nicht mal so lange her. Und Israel, Palästina hat noch nicht angefangen. Weiß ich, was hat denn der so von sich gegeben? Sony Music. Bist du ein Sänger? Tucker Carlson. Das könnte sein. Könnt Boris anrufen. Okay, ich rufe jetzt Boris an. Jetzt hätte ich angerufen? Junge! Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Ich bin selber im Stress. Muss jemand anrufen? Ja, scheiß auf Stress, hier ist Günther Jauch. Ja, deine Mutter, Günther Jauch, sucht hier auch Leute. Also ich glaube, das hat ja was mit Big Business zu tun und der Bram ist dafür prädestiniert, sowas zu wissen. Ich rufe mal Dennis D. Bram an. Tschüss. Ich rufe jetzt trotzdem Boris erstmal an. Nee, der ist im Urlaub. Mein Fehler. Ich werde niemanden im Urlaub hier nerven. Okay, pass. Warte, dann mache ich das doch geil. Hallo? Ja, wenn du mich anrufst, muss ich ja brennen. Ja, Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Ich wollte dich nicht stören im Urlaub. Oh Mann, Alter, wie schnell sieht er das denn? Ich habe mich verklickt. Ich habe wieder keine Ahnung. Das Problem ist, wir haben die Bereiche Musik, Social Media, Sport und Boulevard. Okay, ich rufe Paul an. Paul weiß sowas. Alle ghosten mich. Soldat. Ich muss nachher 1000 WhatsApp-Sachen erklären, dass ich hier Leute angerufen habe. Hallo, Bram. Hallo. Ich bin gerade bei Günther Jauch auf dem Stuhl. Und ja? Der hat hier so eine Frage für mich. Und da geht es um Big Companies und da sehe ich dich einfach. Jetzt kommt, da bist du schon viel weiter als ich, ja. Also im April 23, also dieses Jahr, hat sich irgendwer von Tucker Carlson getrennt. Ja, das ist eine gute Frage, das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe einen Hint auf Fox News. Ich hätte auch Fox News gesagt tatsächlich, ja. Interessant ist natürlich jetzt, dass du mich jetzt anrufst, weil ich noch nicht so weit bin mit den Fragen. Ja, aber dann ist das ja eine legit Frage an dich. Das ist ja wie im Fernsehen wirklich so eine richtige Situation, ne? Also Tucker Carlson ist ja dieser super umstrittene Moderator, der immer diesen ganzen, ja, das muss, ja, die Frage, das Problem ist halt, ich weiß ja nicht, ob Sony am Ende diesen Fernsehsender besessen hat. Ah, nee, glaube ich, ist ja Sony Music, ne? Ist ja Music. Ja, deswegen wäre ich halt auch mit Fox gegangen, weil der halt diese Sendung hatte und der war ja immer so pro Trump und so Geschichten. Ja, wird ja Sinn machen, weil Fox News hat halt auch immer Richtung Trump positiv gemacht und dann wurde er abgesetzt und dann war Fox ja irgendwie nicht mehr so cool und dann wurden da bestimmt Köpfe gerollt. Okay, dann nehme ich, Fox News, vielen lieben Dank und ich schreibe dir gleich, wie es ausgegangen ist. Ja, das war richtig, mega, danke Bram. Tschüss. Ah, geil, Bram kriegt erstmal ein Eis auf meinen Nacken. Oh, Mann. Oh, hallo, hier spricht Günther Jauch. Hallo. Oh, hallo, schön, dass Sie endlich dran, oder dass irgendwer dran geht. Ich rufe die ganze Zeit Leute an, keiner möchte mit mir reden. Oh, haben Sie kurz Zeit? Ja, ganz kurz. Geil, pass auf.
Wir sind bei der 16.000 Euro Frage. Alles klar. Sagt dir der Name Tucker Carlson was? Tucker Carlson? Oh, scheiße. Okay, pass auf. Das ist ein amerikanischer Fernsehmoderator, ja, kein Problem. Oh, das ist gut. Also da ist ein amerikanischer Late-Night-Host ist, würde ich sagen Fox News, aber ich habe keine Ahnung, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Perfekt. Also das reicht mir, das ist so viel mehr Ansatz, als ich hatte. Von daher, vielen, vielen Dank. Ich habe Boris erstmal im Urlaub angerufen. Hab der dann gecheckt, nach einmal klingelt, der tat mir leid, ey. Oh, jetzt musst Mann. Du mir aber sagen, ob ja. Ich okay, pass auf, ich klick Fox News an und es ist richtig! Tschüss! Sehr schön. Dankeschön, Paul. Gerne. Wünsche einen schönen bis Tag. Tschüss. Alter, endlich. Oh. Ja, ich frag dir eine Person. Tucker Carlson ist Fernsehmoderator. Richtig ist also Antwort B. Richtig ist Antwort B. Okay, ich gucke jetzt vor euch nach, weil ihr wahrscheinlich auch überhaupt nicht wisst, wer Tucker Carlson ist und was er so von sich gegeben hat. Im April, da kam es zur Trennung zwischen dem Umstand Tucker Carlson, Fox News und Fox News. So. Tucker Swanson McNear Carlson. Ja, dann hätte ich das vielleicht auch gewusst. Er wurde als Gastgeber der CNN-Debattensendung Crossfire und der MSNBC-Show Tucker bekannt. Moderierte er die abendliche politische Talkshow Tucker Carlson Tonight beim Fox News Channel. Was hat denn der so von sich gegeben? Der zweite Treffer, den ich gefunden habe, ist von der Frankfurter Rundschau. Und die Nachricht ist, Tucker Carlson wird endgültig zum Star im russischen Staats-TV. Okay. Von Fox News in Russlands Staats-TV häufen sich die Anzeichen, dass Tucker Carlson seine Karriere in Putins Propagandaprogramm fortsetzen wird. Den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bezeichnete er als verschwitzt und rattenhaft. Da soll er da weiter Quatsch erzählen. Kommen wir mal zur 64.000 Euro Frage. So, weiter geht's. Zum Ende der Olympischen Winterspiele in Peking hieß es Auf Wiedersehen 2026 Cortina d'Ampezzo und Mailand, Turin, Florenz, Verona. Ich habe keine Ahnung. Wieder. Also ich kann auch wieder nicht 50-50 nehmen. Telefonjoker. Da weiß ich, wen ich anrufe, denn bei mir muss ich sagen... Er weiß es nicht. Bei ihm muss ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass er es weiß. Und deswegen rufe ich natürlich unseren Außenreporter für Olympische Spiele, Jonathan William Moritz Appelt, an. Na, wo liegt Mailand? Mailand liegt da oben. Turin liegt doch auch irgendwo da oben. Verona liegt doch... Es liegt doch alles da oben irgendwo. Was ist jetzt nicht Rom dabei, wo ich sagen würde, nee, in Rom klappt das mit den Winterspielen nicht so gut. Also ich glaube, Mailand liegt so ein bisschen mittiger. Boah, jetzt eine Italien-Karte wäre insane. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich war leider noch nie richtig in Italien. Ich war da immer nur in Assassin's Creed. Aber da hat man die globale Italien-Map nicht so, wo die Städte sind. Also Florenz einfach wunderschön. Kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht immer so schön warm da aus. Das kann nicht sein. Mailand dürfte auch warm sein. Turin könnte ich mir vorstellen. Oder Verona. Verona müsste eigentlich aber auch bei Assassin's Creed mit drin sein. Und super schön und warm. Hallo? Oh mein Gott. Holy shit. Ich bin selber im Stress. Ja, aber hier ist, ja, scheiß auf Stress, hier ist Günther ja auch, ja, also. Ja, deine Mutter, Günther ja auch, sucht ja auch Leute. Pass auf, ich habe eine Frage zum Thema Sport. Aha, ich glaube, du bist weiter als ich, das ist eine gute Sache, so weit bin ich eben noch nicht. Okay, pass auf, denn als Beauftragter von Pietsmiet für die Olympischen Spiele kommt folgende Frage. Zum Ende der Olympischen Winterspiele in Peking hieß es, Auf Wiedersehen 2026 in Cortina d'Ampezzo und... Mailand, Turin, Florenz oder Verona? Ach du Scheiße. Das in heißt, die waren 20... Wann denn? 22. Dann, 22 oder? Waren die dann, die Sommerspiele. Letztes Jahr? Nee, Winterspiele. Ah, Winterspiele, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, Beijing war nämlich Winter. Ja, okay. Und die sind in Cortina d'Ampezzo, was völlig egal ist, also halt, ne, in Italien. Und dann sind die halt zusätzlich noch in Mailand, Turin, Florenz oder Verona. Also Turin und Mailand sind doch eher so im Norden, oder?
Ja. Ich überlege gerade, gab es Turin nicht schon mal oder bin ich gerade lost oder ist Turin bald? Ja, das weiß ich nicht. Vor allen Dingen ist das. Ist unangenehm. Ist das ein Hinderungsgrund, wenn es das schon mal gab? Ja, schon eigentlich. Also. Tja. Mailand, Turin, Verona glaube ich nicht. Und das andere war? Florenz. Florenz. Florentina, wo ist denn das? Ist das nicht im Nordosten auch? Florenz, da irgendwo bei Venedig? Vielleicht, ich bin aber so beim geografischen. Ey, ich hätte Turin gesagt. Ja, halt. So vom Gefühl bin ich auch zwischen Mailand oder Madrid, Turin, so die Ecke. Ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt da keine Ahnung von, da tut mir leid. Ja, ist ja okay, aber die Tendenz geht zu Turin, ist ja gar kein Problem. Dann schieße ich. Die Tendenz geht für mich auf jeden Fall zu Turin, aber schwierig finde ich es trotzdem. Ja, ist ja kein Problem. Dann schieße ich noch einen Joker hinterher und danke dir schon mal dafür, weil den hätte ich nämlich sonst nicht nehmen können. Okay. Gut, dann tschö. Tschüss. Natürlich jetzt ein bisschen gemein, dass ich ihm nicht sage, ob Turin richtig ist. Aber wenn er sagt, er ist da noch nicht. Okay, pass auf, wir nehmen noch den 50-50 Joker hinterher, denn hoffen wir jetzt einfach, dass Mailand und Turin nicht stehen bleibt. Tja, wohin gehen wir? Auf Wiedersehen in Cortina, D'Apenso und... Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Winterspiele 2026 stattfinden werden. Und mein erster Gedanke war Turin. Deshalb nehme ich mal Turin, aber ich nehme 50-50. Nein! Scheiße! Florenz liegt so ein bisschen bergig, oder? Das ist falsch im Kopf. Mailand liegt aber auch da irgendwo da so. Scheiße, Mann, ich hab doch keine Ahnung. Also Mailand wäre auf jeden Fall die Big City. Und ich glaube, es ist eher Mailand. Weil Florenz, so eine kleine Stadt, die muss doch auch so die Winterspiele tragen. Da muss auch genug Infrastruktur sein und sowas. Und Florenz, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob Mailand nicht zu südlich liegt und zu warm und nicht für Winterspiele geeignet. I don't know, ich nehme Mailand. Oh! Die Frage habe ich schon mal gehört. Okay, pass auf, ich nehme jetzt... nehme ich 50-50? Ich glaube, ich nehme den nicht 50-50. Ich nehme den Publikums-Cheat-Joker. Oh mein Gott, ist das Mailand? Okay, ich nehme mal Mailand. Da war ich mir aber auch wirklich nicht sicher. Gehen wir mal davon aus. Cortina d'Ampezzo oder D'Ampezzo oder Ampezzo hat noch kein Mensch auf diesem Planeten gehört. Also außer bei dem Spruch von Peking zu den Winterspielen. Und deswegen muss da einfach noch ein bisschen, da muss noch Flair mit rein in die Olympischen Winterspiele. Und Mailand bringt für mich mehr Flair mit als fucking Florenz. Deswegen werde ich Mailand nehmen. Ich nehme Mailand, egal was der hier sagt. Das ist wichtig, sonst kommt hier wieder, der schummelt. So, es ist Mailand! Easy! Keine Ahnung, ob ich das schon mal gehört habe oder nicht. Ich nehme Turin. Etwa Mailand. Hauptsache Italien. Hauptsache Spanien. Schade. Okay, damit habe ich 1000. Werden Dogo Argentino und Fila Brasileiro erwähnt, geht es meist um teure Zigarren, gefährliche Hunderassen, exquisite Rindersteaks oder die Wurzeln des Tangos? Das finde ich eine fiese Frage. Man könnte bei Dogo natürlich sehr auf Dogo und die Hunderassen gehen. Dogo klingt wie ein Hund und Filius, ist das nicht Bruder, Sohn, Tochter? Also gefährliche Hunderassen würde ich schon sagen. Dogo Argentino klingt sehr wie Dogo. Boah, ich hätte jetzt Zigarren gesagt, aber ich mache mal 50-50. Blöderweise hätte ich auch... gefährliche Hunderassen können es halt auch sein, ne? Alter, das mit dem Dogo Argentino ist doch safe ein Bait für die gefährlichen Hunderassen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. So aus dem Bauch raus würde ich C ausschließen. Du würdest sogar fast Richtung Tango gehen.
A oder D? A oder D ist es für mich. Ich würde D nehmen. Aber wir steigen an dieser Stelle aus. Das ist mir zu heiß, Freunde. Dann nehme ich lieber 64.000 Euro mit nach Hause. Wir wollen ja nicht gierig werden. Das habe ich schon mal gesagt. Also steige ich an dieser Stelle aus. Offiziell hiermit. Stempel auf den Tisch. Ich nehme 64.000 Euro mit. Und spiele jetzt noch die restlichen Fragen. Doggo, da denkt man, ah ja, stimmt, Doggo klickt wie Hund. Nee. Ich nehme trotzdem den Publikumsjoker. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. B. Ihr seid sure? Scheiße. Als ob das B ist. Yo, es ist B. 125.000 sind wir. Irgendwie habe ich das im Hinterkopf, dass das Hunderassen sind. Ich mach Hunderassen, komm, ich geh. Ich mach Risiko, oder? Komm. Tschüss, 125.000! Let's go! Was wäre es denn gewesen? Also ich glaube, ich hätte mich tatsächlich für Tango entschieden. Es wären die Hunderassen gewesen. Schade, dumm gelaufen. Tore Zigaretten, Dojo Argentino, Villa Brasilio. Gefährliche Hunderassen. Rudolf Steiner, geistiger Vater der Waldorfpädagogik, war in den 1920er Jahren an der Entstehung welcher bekannten Marke beteiligt. Alter, jetzt werde ich wieder angerufen. Hallo Mike, es tut mir sehr leid, dass ich dich gestört habe. Ich war gerade bei Wer wird Millionär und habe versucht, dich zu erreichen. Nivea, Lavera, Penaten, Veleda. Ich habe keine Ahnung. Lavera kenne ich gar nicht. Nivea ist zum Eincremen, Penaten ist zum Eincremen, Veleda ist doch ein Wischer, oder nicht? Ja, jetzt rufen sie alle zurück, ey. Veleda ist doch so ein Wischzeug, oder? Lavera sagt mir gar nichts. Nivea ist die Gesichtscreme und Penaten, Babyarsch, Einschmierer, dass der nicht wund ist, oder? Okay, Geistiger, der Waldorfpädagogik. Was hast denn du gemacht? Penatencreme bestimmt. Okay, Veleda Wischmopp. Das wäre traumhaft gewesen hier. Boah, ich würde zu Penaten tendieren, aber ich gehe raus und beende. Ich bleib bei 125.000 und dürfte damit die Folge doch hoffentlich gewonnen haben. Schauen wir mal. Penaten. Okay, es wäre Veleda gewesen. Never mind. Ja, dann ist egal. So, und die, ich habe mich da richtig entschieden. Veleda könnte ich mir irgendwie am ehesten vorstellen. Aber, da ich keine Ahnung habe, gehe ich, glaube ich, raus. Ich mach Schluss. Ich nehme die 64.000, gehe mit Bram richtig lecker Eis essen. Nee, wir kaufen einfach Alpago. Mega. Das machen wir mit unseren 64.000. Wir retten Alpago, indem wir es einfach kaufen. Und Bram und ich führen die Eisdiele fort. Mega Plan. Dankeschön. Das war's von mir hier bei Wer wird Millionär. Aber wir machen natürlich noch bis zum Ende hier. Ich nehme mal Veleda. Ich bin zwar schon raus bei 64, aber ich nehme Veleda. Oh mein Gott, es wäre richtig gewesen, Bob Ram, wir hätten noch eine fettere Eisdiele machen können. Nivea, Valeda, Veleda, okay. Klein aber oho, welches glitzernde Statussymbol stilbewusster Damen dient nicht nur an der Bar als Hingucker? Ach du Scheiße, Champagnerbroschen, Cognac-Ringe, Cocktailuhren oder Cider-Colliers? Ich hätte jetzt Champagnerbroschen gesagt oder Cocktailuhren. Was sind denn Cider-Colliers? Es wären die Cocktailuhren gewesen. Ja, dumm gelaufen. 64.000 Euro habe ich mitgenommen. Mal gucken, was der Rest gemacht hat. Die Cocktailuhr? Ja. Leider habe ich trotzdem nur einen Taui. Mal gucken, wie gut die anderen waren. Ich sag Champagnerbroschen. Okay, Cocktailuhr, noch nie gehört. Naja, dann sind wir damit durch und gucken mal, wie gut die Jungs waren. Oder Cider Colliders. Cider Collier. Alter. Holy shit, hab ich gesoffen? Es sind natürlich die Cocktailuhren. Weiß doch jeder! Millionenfrage! Was? Ich hab schon die Millionen gewonnen! Das waren 125.000, die ich mit Bram gemacht hab. Bam! Ich bin zwar ausgestiegen, aber ey, ich hab das Ding mal gerockt. Das erste Mal, ohne zu verkacken. Mega! Manchmal sollte man im Leben doch nicht aussteigen. Aber hey, Bram und ich machen jetzt eine richtig geile Eisdiele auf, weil ich habe leider nicht die Millionen gewonnen, auch wenn ich sie eigentlich gewonnen habe. Mega gut. Aber wenn ich in der Show gesessen hätte, wäre ich da rausgegangen. Aber, bam.
Mal gucken, wie weit die anderen gekommen sind. So, wir sind durch. Oh ja. Ram, wir machen eine Eisdiele zusammen auf. Ja, wir kaufen also Alpago und aus Dank führen wir zusammen Alpago weiter. Ja, Sepp hat mich angerufen, das war sehr interessant. Das war natürlich also cool, ich habe auch einen Anruf von Christian bekommen. Oh, ganz einfach. Mailand war richtig. Ah, Mailand, ja, ja, stimmt. Ja, sehr gut. Ja, genau das ist rausgeflogen. Tut mir leid wegen Turin. Oh nein. Soweit war ich noch ja, nicht. Macht ja überhaupt nichts. Ich habe 50-50 Joker hinterhergeschoben und der hat natürlich direkt Turin rausgeschossen. Dann stand da noch Mailand und Florenz. Florenz, genau, den habe ich auch und da ich keine Ahnung hatte, habe ich gesagt, hier, das eine Dörfchen hat keinen Schwanz, kennt keiner. Deswegen muss da Flair rein und deswegen ist das Mailand. Nice. Ja. Mailand ist auch die größere Stadt, cool. Also brauchst du ja, glaube ich, auch. Ja, ich bin da leider rausgeflogen. Ich habe Turin getippt. Wow. Okay. Hätten wir auch erst gedacht. Also ich habe eine ganze Odyssee durch. Ich habe angerufen, Mike Stieflagen ist nicht rangegangen. Ich habe angerufen, Felix von der Laden ist nicht rangegangen. Ich habe einmal einen Klingelchen bei Boris gemacht, dann gecheckt, scheiße, der hat Urlaub. Instant kam die Rückantwort. Was los ist, brennt. Brennt was, wenn du anrufst. Ich so, nein, sorry, ich habe mich verklickt, schön Urlaub. Und dann habe ich Paul noch angerufen. Und dann habe ich zwischendurch, hat Mike wieder zurück angerufen, also es war ganz wild. Kalimocho, möchte ich an der Stelle sagen, ist übersetzt, das hat Mike mir gerade geschickt, kahle Muschi. Was? Ah, kalte Muschi, daher kommt das. Ja, kalte Muschi. Also wusste ich auch nicht. Also ich hatte bei Mike Kalimocho, bei der Kalimocho-Frage habe ich halt Mike angerufen, der wusste halt nicht, was das ist, aber zum Glück bin ich später dann bei Paul gewesen, der dann mir eine andere Frage beantwortet hat. Egal, never mind. Ich bin bei 125.000. Ja, ich bin bei 125.000 rausgegangen und hab dann aber noch easy die Million geklickt, obwohl ich rausgegangen bin. Das war so dumm. Also, das heißt, du bist ja auch so weit. Nice. Ja. Aber ich hab die Million geschafft. Also du hast ohne den Leder echt angeklickt. Ich hab Penaten genommen. Ich hab auch Penaten da genommen. Nee, ich hab hier Velea. Genau. Ich dachte mir, Penaten und Nivea ist bestimmt viel zu alt oder viel zu. Ist nicht öko genug. Not bad. Penaten ist nicht ökologisch, das ist nicht für Babys. Ja. Turin war falsch, deswegen habe ich nur 500. Ich habe 64.000. Nice, Jay. Ja, aber waren wir ja gar nicht so schlecht heute. Ja, war mega gut. Das war aber wieder Wer wird Millionär und besucht uns gerne unsere Eisdiele. Bis dahin, tschüss. Tschüss. An der Entstehung welcher bekannten Marke beteiligt. Alter, jetzt werde ich wieder angerufen. Hallo Mike, es tut mir sehr leid, dass ich dich gestört habe. Ich war gerade bei Wer wird Millionär und hab versucht, dich zu erreichen. Oh nein, das wäre eigentlich perfekt gewesen. Kennst du Kalimocho? Wen kenne ich? Khalil? Kalimocho. Ja, das ist irgendein Mixgetränk aus Spanien und ich dachte, du kennst dich da vielleicht aus. Mixgetränk aus Spanien kommst du auf mich? Nee, okay, krass, nee, Kalimocho hätte ich dir nicht helfen können. Das ist eine Mischung aus Rotwein und Cola. Niemals hätte ich das gewusst. Ja, sehr gut, dass du nicht drangegangen bist. Ja, okay. Okay. Wie bist du gekommen? Ich bin noch gerade mit dabei. Ach so, okay. Ich bin gerade noch mittendrin und versuche hier mein Bestes. Wir hören uns dann...